Und wieder willkommen zurück hier mit mir, dem Punkt, und dem Arkias. Bei Mass Effect 3 Multiplayer Action, wobei ich auch mal endlich auf bereit drücken sollte. So. Ja, das solltest du. Oh, ich sehe, du spielst Asari-Frontkämpfer. Immer noch, ich, ja. Ich habe immer noch eine verskillte Asari-Frontkämpferin und ich spiele so wenig Frontkämpfer, dass ich noch immer nicht dazu gekommen bin, dass ich sie durch an die Front schicken resette, skillmäßig. Dann brauchst du ein Skill-Reset-Modul. Habe ich, aber ich will es nicht dafür verschwenden. Ja. Wo bist du? Ich bin hier zu einem Spawnpunkt gelaufen. Ah. Aber ich wollte hier mal sehen, wo ich hinlaufe. Ich bin überall und nirgendwo. Ich bin eine Asari. Ah, ich will trotzdem wissen, wo du bist. Ach, ja, du wusstest doch, dass ich hier spawnen. Das war so klar. Ja. Ich habe jetzt übrigens auch ein Geschütz auf meiner Schulter. Mini-Geschütz. Die Raketen, die so hin und wieder von mir nach vorne fliegen, die Ziel zu finden, das sind die Geschütze. Also das ist das Geschütz, das man auch aufrüsten kann, dass es mehr Raketen gleichzeitig schießt. Ich glaube, 3 oder 4. Mini-Raketen, drei. Geschütze sind immer gut. 3 oder 4 zielsuchende Raketen natürlich, die automatisch feuern, wenn ein Gegner anvisiert ist. Oh. So eine Predator-Kanone also. Schilde verloren! Mhm. Moment, warte eben. Da, auf meiner Schulter, das orange Leuchten. Oh, niedlich. Das ist die Kanone. Die verringert auch die Schildstärke um 50%, kann man aber auf dem 4. Skillpunkt auf 10% verringern. Ich habe gerade das erste Mal gesehen, dass wenn man ganz nah bei jemandem steht, dass dann der Titel irgendwie drüber steht. Ja, das hast du jetzt erst bemerkt. Ja, ich bin ein Schnellmerker. Okay. Ich bin sehr schnell. Ja, bei dem Teil kann man auch ein paar interessante Aufrüstungen drauf machen. Natürlich erhöhten Schaden, aber auch erhöhte Feuergeschwindigkeit. Und eben mehrere Ziele. Und mehrere Ziele sind verdammt gut, wenn man ja, sich nicht auf Bosse konzentrieren will. Also in den niedrigeren Schwierigkeiten im Prinzip. Ah, also Bronze. Ja, aber auch auf Silber. Auf Silber sind noch genug schwache Gegner. Ich meine, auf Gold ist es auch gut, auf viele Gegner, aber... Ja, du bist gerade mit dem Satz unterbrochen. Ja, ich habe den Satz mit Aber beendet. Ja, nein, es ist eben so, dass selbst in Gold es verdammt gut ist, wenn man mehrere Gegner trifft, aber... es besser ist, wenn man einen Gegner ausschalten kann. Weil mehrere Gegner auf einmal niederzubringen, dauert eine Weile. Und es ist besser, wenn man einen weg hat. Weil einer weg ist einer weniger, der schießt. Richtig. Einer, der weniger Schaden machen kann. Oh ja. Mensch, hol da jetzt mal die experimentelle Energiequelle da, oder muss man da selbst hinlaufen? Oh, damit. Moment, vielleicht schaffe ich es noch zu dir zu kommen. Ah, dann habe ich es versucht. Oh, darum geht, Jäger. Halt, stopp! Weggebasht. Ja, ich glaube, das war der Collector. Ja, aber ich habe ihn auch noch angecharged. Natürlich. Hast du übrigens schon eine Balance gefunden zwischen Schild explodieren lassen und wieder aufbauen? Nicht getroffen werden. Okay. Du baust deinen Schild wieder auf mit dem Anspringen. Ah, das ist gut zu wissen. Da bekommst du 50% Schildstärke und du kannst skillen auf 100%, glaube ich. Aber da fehlen mir aber noch die Skillpunkte für. Mal überlegen. Hast du überhaupt so eine Fähigkeit? Ich glaube schon. Auf jeden Fall können Frontkämpfer ihre Schildstärke auf Gegner feuern. Du hast einen interessanten schweren Nahkampfangriff, der eben die Explosion ist. Nice. Oh ja. Alles mit Biotik. Alles Biotik. Und ich weiß jetzt endlich, was du meintest mit Titel. Das habe ich auch erst vor kurzem entdeckt. Ich dachte mir, du meinst den Namen. Nee. Bums.
Und dann mit der Schrot von der hinterher schießen und raus einkehren. Das gefällt mir. Ja, die Explosion ist aber relativ schwach. Ja, aber es macht Flächenschaden. Ja, es ist aber ein Nahkampfangriff. Und du wirst vermutlich nicht sehr viel auf Nahkampf geskillt haben, oder? Nein. Na, bitte. Aber es schreckt die Gegner ein bisschen zurück und das reicht schon. Wenn man einmal hinschaut, einen Schrotflintenabschuss, Schrotflinte einmal schießt und dann, oder andersrum, erstmal die Attacke macht und dann Schrotflintenschuss. Ja, aber der menschliche Faustkämpfer hat das gleiche, nur macht er es mit einem Fausthieb auf den Boden und der macht auch ein wenig mehr Schaden und ist schneller. Aber Asari sind nicht körperlich so bebaut. Die sind doch zierlich und klein anscheinend. Ja, natürlich. Deswegen sind sie auch eine von drei Rassen, die brutale Kommandokrieger, die im Nahkampf agieren. Dass es nur Frauen sind, heißt nicht, dass sie alle so sind. Außerdem will ich bezweifeln, dass Liaras Vater es befürworten würde, wenn irgendjemand so über Asari spricht. Selbst über Liara, die Expertin ist und nicht Frontkämpfer. Ja, Vater in Anführungszeichen. Bitte. Sie hat dir zum Geburtstag ein Kommando geschickt. Geschenkt. Das habt ihr auch gerne angenommen. Oh ja. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich es bisher nur einmal bekommen habe, weil ich sie immer übersehen habe. Was? Ihr Aussehen hat sich so extrem verändert, dass ich sie nicht erkannt habe. Okay. Wirklich. Ja, sie hat sich seit Mass Effect 1 extrem geändert, aber... In Mass Effect 1 gab es sie noch nicht, aber in Mass Effect 2. Nein. Ihren Vater. Das war eine solche Veränderung von Mass Effect 1, Mass Effect 2. Sie schaut komplett anders aus. Ich glaube, sie hat sogar einen anderen Hautton. Du meinst jetzt ihre Mutter, ihre Patriarchin? Genesia ist schon lange tot. Die kann sich nicht mehr wirklich viel ändern. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen geflasht. Ihr Vater, kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern. Genesia ist Liaras Mutter. Ja, ich weiß, aber der Vater, wer ist denn ihr Vater? Erster Tipp, Liara ist zu einem Viertel Kurgana. Ah, da war was. Oh ja. Oh. Okay. Okay. Okay, wir sollten vielleicht nicht alle hinlaufen. Ja, die hat sich ihm enorm verändert. Und sie ist ihm jünger geworden. Nicht älter, jünger. Was lächerlich ist. Ich meine, sie war bereits in der matriarchalen Phase, also... Seltsam. Wer weiß. Hätte das auch mit der Grafik zu tun gehabt? Keine Ahnung. Ja, deswegen habe ich sie immer übersehen. Und hatte keine Ahnung, dass... Ich wusste bis dahin nicht mal, dass Liaras Vater im Spiel ist. Habe es zufällig mal entdeckt, während so Szenen vom Citadel DLC. Weil es eben ein Gespräch zwischen Rex und Liara gibt darüber, dass Liara vor kurzem entdeckt hat, dass sie zu einem Viertel Koreaner ist. Und Rex sagte dann, ja, wenn sie mal den Drang verspüren, jemandem einen Kopfnuss zu geben, gehen sie dem ruhig nach. Was ziemlich genau das gleiche ist, was Liaras Vater sagt. Deren Namen ich mich gerade überhaupt nicht erinnern kann. Ich bin noch nicht sicher, ob überhaupt ein Name gefallen ist. Ich erinnere mich. Ephita. Matriarchin Ephita. Sie ist, soweit ich mich erinnern kann, sogar die Kommandantin der Terminus-Flotten. Zumindest kommandiert sie einen Teil der Terminus-Flotte. Und die Truppe, die sie einem zur Verfügung stellt, ist ein Teil der Terminus-Flotte auch. Und sie ist ziemlich groß. Oder nicht Terminus-Flotte, Asari-Flotte.
Das ist es. Ist gerade alles ein bisschen durcheinander. Ja, ein wenig. Ich meine, sie ist ziemlich groß in vielen Bereichen, also, ja. Oh Gott. Ja, aber der Barmann auf Ilium, das ist Matriarchin Aphita, Liaras Vater. Das ist der Vater? Ja, das ist Liaras Vater. Nee, nicht wirklich, oder? Ja. Im, im DLC, im Ding, Shadowbroker DLC, sieht man auch eine Aufnahme, wie sie ein Bild von Liara betrachtet. Und das ist auch ein, eben eine Option, eine Gesprächsoption, während dem Gespräch mit dir. Darüber sich zu unterhalten. Okay. Ja. Oh. Au. Wie getreten. Das tut mir jetzt aber leid für dich. Also ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass das der Vater sein soll. Also ich, die hat, klar, irgendwas hat sie mit Krogana auch erwähnt gehabt. Daran kann ich mich an Mass Effect 2 erinnern. Ja. Aber man erfährt es eben in Mass Effect 3 auch nur, wenn man Matriarchin Aphita trifft. Und eben, okay, ich glaube, wenn man Liara darüber dazu überredet, mit ihr zu sprechen, ab dann steht die Option bereit, dass man davon weiß. Damit. Ich hätte damit gerechnet, dass ich jetzt eigentlich in Deckung gehe, weil ich heile. Ich hätte mich... Was ist das Geräusch? Geräusch? Okay. Hä? Was? Oh! Mein Geschütz. Irgendwas macht hier Explosionsgeräusche. Ja, der Zielerfassungsmodus meines Geschützes. Dabei ist ein... Moment, wo bist du? Ich will es dir eben zeigen. Da, wo ich gestorben bin. Ja, komm hier runter. Du musst runterklettern. Schau hinten auf das Geschütz, der weiße Punkt. Mhm. Der blinkt, wenn ein Ziel erfasst wird. Und es macht ein Geräusch. Ein sehr... nerviges, kleines, mieses. Nein, es ist verdammt leise, aber es gibt einem das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Zwei Kommandanten. Heilen? Nein, nicht Raketen. Das ist eine der Sachen, die mir extrem auf die Nerven gehen. Dass man die Heilenfähigkeit nicht benutzen kann, während was anderes passiert. Wenn man zum Beispiel aus Versehen 5 drückt und die Rakete aufruft, kann man, bis man die Rakete gezogen hat, nicht heilen. Dann steht man so da, nimmt die Waffe vom Rücken und ja, kann nicht nichts machen. Ja, super. Okay, mal sehen. Irgendwo hier ist doch... Oh Gott, ey. Ich weiß nicht warum, aber ich muss mich dieses Mal wesentlich mehr konzentrieren als beim letzten Mal aufnehmen. Es geht alles wesentlich schwieriger, als wenn man nur mit einem Soldaten aufschießt. Oh. Du wirst es nicht glauben, aber mir ist gerade die Munition leer gelaufen. Andererseits, ich habe nur 120 Schuss, also... Bisschen was. Nur im Sturmgewehr. Ich habe jetzt zum Glück noch ein Scharfschützengewehr dabei. Ich meine, ich schieße schon langsam, aber trotzdem. Welche Waffe benutzt du denn eigentlich gerade? Das Antisynthetikgewehr ADAS. Ja. Moment. Das immer noch, okay. Das. Ich dachte, du hast vielleicht mal schon mal zwischendurch gewechselt. Nächste Runde werde ich Waffe wechseln. Und danach Klasse wechseln. Aber... Die Runde wollte ich das nochmal machen. Einfach um mit vernünftigen Skillungen nochmal zu zeigen, wie es laufen kann. Wie gesagt, klein anstürmen, halt dich auf dein Schild. Und während dem Anstürmen bist du angeblich auch unvermutbar. Ich merke gerade, dass mein Spiel leckt. Der Watcher hat da gerade ein bisschen Ruckelparty gehabt. Ja, bei mir auch. Also ich vermute, das liegt am Watcher. Nein! Ich versammle meine Rakete, ey.
glaubst du nicht. Peinlich. Ja, peinlich. Das ist das richtige Wort dafür? Was? Weißt du, was mir auch ein wenig auf die Nerven geht? Ja. Dass wir die ganze Zeit gerade sterben und uns nicht mehr leben. Na, wenn man aus der Deckung feuert und danach ziehen will, geht man in die Deckung zurück und danach wieder aus der Deckung heraus. Also man kann nicht direkt so feuern und dann reinzoomen. Man muss zuerst komplett zum Feuern aufhören. Traurig. Ja. Und die Munition ist wieder leer. Aber sonst wäre die Waffe vielleicht auch ein bisschen OP, oder ist das allgemein jetzt gesehen? Ah, ich feiere auch 15% schneller. Das bedeutet, meine Munition wird 15% schneller leer. Ja. Das stimmt auch wiederum. Und die Waffe ist auch, ja, eigentlich darauf ausgelegt, dass man sie sehr stark gemeinsam mit Kräften benutzt. Ich meine, das tue ich zwar, aber trotzdem. Ich vermute, das ist die... Ich könnte mir vorstellen, dass das die schwerste Technikerwaffe ist. Ungefähr. Könnte? Ja, ich glaube auch. Aber es ist keine N7-Waffe, ne? Oder? Nein. Also eben eine Waffe, die gedacht ist, um von Technikern benutzt zu werden. Sagen wir es so. Ja, das klingt gut. Oh mein Gott. Da haben sich gerade zwei GF-Jäger vor mir materialisiert. Leicht überrascht. Ehrlich gesagt. Ich wundere mich, warum ich kein Dingens benutzen kann, kein Sturmangriff, wo ich mich gerade erst einen Stars-Angriff verballert habe. Oh. Ja. In der Tat. Schöne Sache. So Sachen, die man sich wundert. Warum? Ich habe Assassin bei der Asari-Frontkämpferin auch Stase geskillt. Komplett. Das ist eigentlich komplett ist sehr nützliche Sachen, sobald die Schilde und die Barrieren weg sind. Das bedeutet, also gegen Gegner, die nur Gesundheit haben, ist Stase sehr nützlich. Weißt du, was da auch nützlich ist? Ein Kopfschuss. In der Tat. Aber dann halten sie wenigstens Stiefel. Ernsthaft? Dann halten sie wenigstens für den Kopfschuss still. Ich glaube auch. Schilde verloren. Ja, aber Stase ist meiner Meinung nach eben einfach zu schwach. Weil es nichts gegen Gegner bewirkt, die irgendwelche Verteidigung haben. Wenn es, sagen wir, gegen Schilde und Barrieren wirken würde, wäre es schon mal besser. Wenn es zumindest gegen alles wirken würde, das kein Boss ist. Oder wenn es, weiß nicht, gegen alles mit Verteidigung verlangsamend wirken würde. Alles. Es wäre schon ganz nützlich. Es wäre schon ganz nützlich, wenn Panzerung auch betroffen wäre. Ja. Weil Schilder und Barrieren ist klar, weil da kommen auch die meisten anderen Fähigkeiten nicht durch. Das ist auch ganz gut so. Weil es halt auch die schützen. Anderen Fähigkeiten machen wenigstens etwas. Ja. Selbst wenn sie keinen Schaden machen, bewirken sie etwas. Wenn sie einen Effekt haben, der Schaden erhöht, wird der angewandt. Ja. Traurig. So ein bisschen. Okay, drei Raketen. Oder 150% erhöhter Schaden und 300% erhöhter Wirkungsradius. 300%? 300%. Von einem Meter auf 2 Meter? Auf 3 Meter? Hä? Okay, der Wirkungsradius wird 2 Meter. Ich vermute, er beginnt mit einem halben Meter. Oh Gott. Okay. Ich gehe auf Hydra-Raketen. Mehrere Raketen. Oh ja. Und mehr Kraftschaden. Sehr gut. Dann eben ins Geschäft. Ich werde jetzt nämlich auf eine Waffe wechseln, die enorm schnelle Feuerrate hat, von sich aus. Und dann noch 15% erhöht wird.
Das hat auch der Turianer-Soldat seine Adrenalin-Boost-Fähigkeit. Okay, ich sehe gerade, ich habe gerade wieder eine langsame Verbindung zum Server. Ich stecke wieder im Geschäft fest. Ja, sehr gut, nett. Aber immerhin am Ende der Runde. Also würde ich mal aber, sagen. Ja, aber das bedeutet auch vermutlich, dass ich danach meine Erfahrung verloren haben werde. Ja. Oh, nein, ich habe das Spectre-Pack bekommen, also habe ich sie nicht verloren. Okay. 250.000 Experten-EP, bitte. Oh, ich habe ein neues Präzisionsgewehr. Was für eins? Und ich habe gefurzt. Verdammt! Ernsthaft? Bei dir hört man es vermutlich nicht mal, aber bei mir. Ja, ich habe es nicht gehört, deswegen, warum erwähnst du es? Das finde ich gut. Aber das ist extrem nervig. Ja, das Harpunengewehr habe ich. Ich könnte mir vorschlagen, verursacht Blutungen oder Unterbrechungen. Blutungen. Und ich glaube, das ist auch eine Einschusswaffe. Also, die werde ich vielleicht mal auschecken. Gut. Mal sehen, wie vergleicht sie sich schadensmäßig da. Oh! Die hat noch höheren Schaden als das Präzisionsgewehr, das ich vorhin benutzt habe. Noch höheren Schaden. Oh ja, die ist an der Grenze. Maximum. Nice. Okay, erhöhter Schaden wäre gut. Und ich glaube, ich sollte Stabilität... Nein, erhöhte Munition. Ich brauche Munition. Wobei Munition in einem Clip ist das... Habe ich hier nicht schon das andere Munitionsupgrade? Nein. Es gibt nämlich zwei Munitionsupgrades auch. Eben, dass das eine Chance gibt, keine Munition zu verbrauchen. Das ist besser. Weil das normale Upgrade erhöht nur das eine Magazin, das man hat. Das andere verbraucht dann wirklich alles weniger. Das bedeutet, wenn man eben eine Menge ein sehr kleines Magazin hat und sehr viel nachladen muss, ja, wird man mit doppelter Magazingröße nicht viel rauskriegen, aber mit dem anderen, vor allem weil das andere auch beinahe auf doppelte Magazingröße kommt. So, ja. Ja, jetzt würde ich aber mal sagen, beenden wir die Folge? Ja. Wäre vielleicht nicht schlecht. Weil die anderen warten schon wieder. Also, das tun sie. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bye.